Когда-то нам был дан определенное количество этой силы Гуд. Einst wurde uns eine bestimmte Menge an der Kraft Gut gegeben. Это определенный объем благополучия. Und das ist ein bestimmtes Volumen an dem Wohlstand. И, конечно, эту силу мы тратим в роду. Und natürlich geben wir diese Kraft in unserem Familienstamm aus. И, конечно, эту силу нужно и восполнять. Aber natürlich muss man diese Kraft auch wieder auffüllen. Если сила Гуд закончится, то дерево умрет. Wenn die Kraft Gut zu Ende geht, wird der Baum sterben. Если силы Гуд будет мало, то дерево будет сухое. Wenn es zu wenig an Kraft Gut geben wird, dann wird der Baum trocken sein. Если силы Гуд мало, то в роду будут постоянные болезни. Und wenn es zu wenig an der Kraft Gut gibt, dann wird es ständig Krankheiten in dem Familienstamm geben. Даже появятся родовые генетические болезни. Und es werden sogar die Stammeskrankheiten auftreten. Если силы Гуд мало в роду, дерево засыхает, то будут появляться кредиты, долги, финансовые проблемы. Wenn es zu wenig an Kraft Gut gibt und der Baum trocken wird, dann wird es zu den Schulden, zu den Krediten in der Familie kommen. С представителями нашего рода случаются сложные ситуации, когда они теряют работу. Und mit den Repräsentanten des Familienstamms geschehen ständig schwere Situationen, wenn sie zum Beispiel die Arbeit verlieren. Вынуждены продать свою родовую землю или родовое имущество. Oder sind einfach den Umständen bedingt, das Haus zu verkaufen oder das eigene Grundstück zu verkaufen. Когда у нас мало силы Гуд, в роду происходят ссоры, измены и разводы. Wenn es zu wenig an der Kraft Gut in dem Familienstamm gibt, dann kommt es in der Familie zu den Scheidungen, zu den Streitigkeiten, zu dem Fremdgehen. То есть, сила Гуд – это большое сокровище для нашего рода. Das bedeutet, dass die Kraft Gut ein großer Schatz für unseren Familienstamm ist. Если мы все ее потратим, то дерево погибнет, и нашим детям ничего не достанется. Wenn wir diese ganze Kraft ausgeben, dann wird der Baum austrocknen und es wird nichts für unsere Nachkommen bleiben. Любой из нас хочет, чтобы дерево процветало, чтобы детям мы передали здоровое дерево рода. Jeder von uns will, dass der Baum gedeiht und dass wir einen gesunden Baum an unsere Kinder weitergeben können. Значит, нам нужно накапливать эту силу рода Гуд. Und das bedeutet, dass wir diese Kraft Gut des Familienstamms ansammeln sollen. Ну что ж, для самого человека сила Гуд накапливается, если мы правильно питаемся. Für einen einzelnen Mensch sammelt sich die Kraft Gut an, wenn wir uns richtig ernähren. Это здоровое, правильное питание. Das ist die richtige, gesunde Ernährung. Если мы ведем здоровый образ жизни, сила Гуд накапливается. Wenn wir die gesunde Lebensweise führen, sammelt sich auch die Kraft Gut an. Это значит спорт, йога, гулять на природе. Das bedeutet Sport, Yoga, in der Natur spazieren. И не раз в год, а регулярно. Und nicht nur einmal im Jahr, sondern regelmäßig. И, конечно, сила Гуд накапливается от наших позитивных, сильных, ярких, творческих эмоций. Und natürlich sammelt sich die Kraft Gut an, auch durch unsere positiven, hellen, starken, kreativen Emotionen. Так что, если утром вам не радостно, и вы собираетесь прожить день такой миной, скучной, значит, не придет вам сила Гуд. Das bedeutet, dass wenn ihr morgens mit einer traurigen Einstellung in den Tag schaut, bedeutet das, dass die Kraft Gut zu euch nicht kommen wird. Утром, во что бы то ни стало, нужно добиться хорошего настроения. Morgens, egal was vor euch steht, müsst ihr gute Laune bekommen. И тогда будет много силы в этот день. Und dann werdet ihr an diesem Tag viel Kraft haben. Итак, проживайте день так, чтобы сила Гуд накапливалась. Also, lebt euren jeden Tag so, dass die Kraft Gut sich ansammelt. Получайте силу через питание. Bekommt diese Kraft durch die Ernährung. Через здоровый образ жизни. Durch die gesunde Lebensweise. И, конечно, через позитивные эмоции. Und natürlich durch die positiven Emotionen. А также, нам нужно накапливать силу Гуд не только для себя, но для всего рода. Und außerdem müssen wir diese Kraft Gut nicht nur für uns selbst, sondern für den ganzen Familienstamm ansammeln.
И вот в этом случае нужно делать добрые, позитивные дела. Und in diesem Fall müssen gute, positive Taten gemacht werden. Если вы сделали какой-то проект, благотворительность, и потом о вас говорят хорошо, значит, сила Гуд притекает в рот. Wenn Sie ein Projekt gestartet haben, zum Beispiel ein Wohltätigkeitsprojekt, und es wird über Sie sehr gut, sehr positiv gesprochen, dann bedeutet das, dass in Ihren Familienstamm die Kraft gut reinfließt. Когда-то такая традиция существовала. Einst existierte diese Tradition. Прожили жизнь так, чтобы благодаря твоим поступкам о твоем роде говорили хорошо. Lebe das Leben so, dass dank deinen Handlungen über deinen Familienstamm gut gesprochen wird. И с одной стороны, нам, конечно, важно мнение окружающих людей. Und einerseits ist natürlich die Meinung der Menschen für uns wichtig. А с другой стороны, это не просто мнение людей, это сила, которая даст процветание роду. Aber andererseits ist es nicht nur eine Meinung, das ist die Kraft der Gedeihung, welche zu unserem ganzen Familienstamm fließen wird. Так что живите так, чтобы после вас в роду силы Гуд стало больше. Also lebt so, dass nach euch in eurem Familienstamm es mehr Kraft Gut gibt.